Moin Sportsfreunde und willkommen im wunderschönen Carlisle-Park am Hauptbahnhof. Frisch gemäht und da vorne wartet schon Pierre auf mich, wir zwei von uns und drehen heute die nächste Staffel für euch. Bleibt dran! Willkommen zurück. Als nächstes wird die Übung vorgestellt. Lukas beugt sich einmal in eine Vorhalte, Kreuzüberposition. Dabei schiebt die Hüfte einmal nach hinten. Oberkörper bleibt gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Zimmte die Ellenbogen unter seine Schultern. Winkelt die Arme ca. 90, 100 Grad an. Von dort aus hebt er seitlich seine Ellenbogen einmal nach oben. Genau, bringt dabei schön seine Schulterblätter hinten zusammen und kommt wieder runter in die Position. Hierbei liegt der Fokus aber nicht auf der Muskulatur für die Schulterblätter, sondern auf dem hinteren Delta-Muskel. Genau. Sehr schön. Das wäre jetzt die Beginner-Variante. Die fortgeschrittene Variante. Sehr schön. Okay, Lukas, zeig uns jetzt einmal noch die fortgeschrittene Variante. Genau. Den Unterschied macht der Hebelarm. Der Hebelarm wird verlängert, indem Lukas seine Ellenbogen streckt und dadurch wird das Gewicht am Ende seines Armes schwerer für ihn, schwieriger umzusetzen. Aber alles, was vorher gesagt wurde, die Übungsbeschreibung, gilt hier gleichermaßen. Einmal wieder aufgerichtete Brust. Sehr schön. Das war's. Gut, Lukas, wie war's? Das war wunderschön. Oder? So Leute, die Hausaufgabe für diese Woche: benutzt einmal eine halbe Liter Flasche, das heißt, wenn ihr jetzt eineinhalb Liter Flasche habt, benutzt einfach ein Drittel davon, füllt ein bisschen Wasser auf und ihr versucht entweder die Anfänger- oder die fortgeschrittene Variante, macht das am ersten Tag mit 50 Milliliter, am zweiten Tag, Trainingstag der Woche, 500 Milliliter, wie heißt das? 50, weiter. Nein, mit 500, und dann mit 1 Liter und dann mit 1,5 Liter. Über die Woche drei Trainingstage für 3 bis 4 Sätze, à 20 Wiederholungen. Das war die Hausaufgabe. Viel Spaß dabei. Ja. Yeah.